Das sind sie also, die neuen FCA-Trikots für die bevorstehende Bundesliga-Saison. Eine Kombination aus Tradition und Moderne, ganz nach dem Motto der neue, alte FCA. Mir gefallen sie außerordentlich gut, weil sie Tradition und Moderne verbinden. Und ich bin happy, dass auch Alvin Fink, einer aus der 70er Meistermannschaft, noch mit hier ist, der ein ähnliches Trikot damals gespielt hat und dass wir uns da wieder auf die traditionellen Werte des FCAs besonnen haben. Apropos Alvin Fink, das neue Trikot weckt beim ehemaligen FCA-Kapitän und Teamkollegen von FCA-Legende Helmut Haller sehr schöne Erinnerungen. Im Prinzip, es war ein anderer Stoff, aber die gleichen Farben waren es da. Und da erinnert man sich dann natürlich an viele unvergessliche Spiele, die man mit diesem Trikot oder in diesem Trikot gemacht hat. Neu beim FCA auch der Ausrüster. Die diesjährige Trikotkollektion stammt von Mizuno. Das japanische Traditionsunternehmen freut sich über die Zusammenarbeit mit dem FCA. Wir haben uns mit der Historie vom FCA beschäftigt und festgestellt, dass wir gemeinsame Werte haben. So haben wir uns zu dieser Partnerschaft entschieden. Es passt für beide Seiten. Die Vorstellung der Trikotkollektion findet in der Filiale des FCA-Exklusivpartners VR Bank Augsburg an der Straße statt. Hier wird schon bald auch FCA-Merchandising zu kaufen sein, ein Novum. Die neuen Trikots haben hier schon viele Fans. Ich finde die neuen Trikots ehrlich super. Ich habe vor einer halben Stunde den Alvin Fink wieder gesehen. Da hat er gesagt, das sind die Trikots, wie es damals zu seiner Zeit waren. Und ich bin schon so lange FCA-Fan, ich habe damals gesagt, nee, damals waren die Streifen an der Seite. Und heute sind sie in der Mitte und die sieht super schön aus. Sieht gut aus, gefällt mir. Und gleich noch eine tolle Überraschung. Nach der Unterzeichnung seines Vertrags wird FCA-Neuzugang Tim Breithaupt in der Filiale vorgestellt. Der U20-Nationalspieler wechselt vom Zweitligisten Karlsruher SC zum FCA. Das Trainerteam ist sehr jung, hat Lust, mit jungen Spielern zu arbeiten. Ich bin ein junger Spieler, deswegen möchte ich mich hier bestmöglich weiterentwickeln. Und ich glaube, ich habe hier in Augsburg die besten Bedingungen, um meine ersten Schritte in der Bundesliga zu gehen. Tim hat immer gesagt, dass er zum FC Augsburg möchte, dass er die Gespräche super fand, auch mit unserem Cheftrainer. Und jetzt konnten wir das endlich abwickeln und mit dem KSC eben auch in trockene Tücher bringen. Ich bin sehr happy, dass er hier ist, weil er unserem Spiel nochmal eine andere Note verleiht. Er ist deutscher U20-Nationalspieler, ist sehr groß gewachsen, ein intelligenter, cleverer Junge auf dem Spielfeld und der wird uns über die nächsten Jahre sicher sehr gut tun. Der FCA ist aber auch auf den Augsburger Sommernächten vertreten und na klar, beste Gelegenheit, auch den Festbesuchern die neuen Trikots zu präsentieren. Viele Fans nutzen die Gelegenheit, um gleich mal ein Trikot ihres Vereins zu kaufen. Und auch hier sind alle restlos begeistert. Schauen mega aus. Respekt an FCA. Haben sie mal wirklich top gemacht. Richtig cool. Also das Schwarz finde ich einen Ticken cooler, mit ein bisschen mehr Farbe. Also mir gefällt das Trikot richtig, richtig, richtig gut. Die neuen Trikots sind echt cool. Also sieht echt schön aus. Insgesamt mehr gehobene Klasse, also da, wo der FCA eigentlich hingehört. Top gemacht, super Sache, ich hoffe auf jeden Fall zwei. Die neuen FC Augsburg Trikots sind also da. Die Fans freuen sich. Jetzt kann die neue Bundesliga-Saison endlich wieder starten.